Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ich bin Achiyi. Wir gucken uns nochmal ein bisschen die Einstellungen an. Kann man nämlich auch Lautstärke, Soundeffekte, Dungeonskarte, Raster, Tempo, Kamerazoom. Okay. Was gibt's noch? Zielausrichtung. Heil-Items automatisch verwenden. Automatische Fortbewegung. Okay. Nö, passt schon. Passt schon alles. Wo sind... Ach ja, hier zu Knuddel. Willkommen im Knuddelhof-Camp-Kiosk. Er ist ein französisches Knuddel. Ach, ist das etwa euer erster Besuch hier? Ah, ich verstehe. Ihr habt euer Retterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich ihr Retterteams für euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für das Retterteam zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder des einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein neuer Auftrag ansteht. Ob im Wald oder im Wasser, Camps gibt es an allen möglichen Orten. Ihr habt also die Qual der Wahl. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für eure Pokémon geeignet sind, die ihr in euer Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Geld, die Camps zu erschließen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch 3 Camps. Oh, ich kann es kaum erwarten, mit dem Camps durchzustarten. Tada! Immerhin Glückwunsch! Ihr habt nun Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon erwerben, denen in einem dieser 3 Camps zusagt. Und wie man neue Pokémon anwirbt, wollt ihr von mir wissen? Manchmal freundet man sich mit Pokémon, gegen die man im Dungeon gekämpft. Sie fragen euch dann nach dem Kampf, ob sie euren Team beitreten dürfen. Das war's mit meinen Erklärungen, denn probieren geht über studieren. Piep, piep. Wo du schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren? Ich will ihr Retterteam nämlich ebenfalls beitreten. Na gut, euer echter Glückstag. Tadalala, Camps, hurra! Wir haben für was für alle da. Tada! Herzliche Glückwünsche! Ihr habt nun Zugang zu Kraftwerk. Piep, piep, hurra! Das Kraftwerk ist jetzt verfügbar. Piep, piep, hurra! Verzeihung, piep. Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewurmt, piep. Er wünscht sich nämlich nicht sehnlicher, als eurem Team beizutreten, Beep. Würdet ihr meinen Freund bitte in eurem Team aufnehmen? Aber klar doch. Schließlich waren wir es ja, die ihn in unser Team haben wollten. Dein Freund ist mehr als willkommen. Dich nehme ich nicht mit. Super, Beep. Vielen Dank, Beep. Gib dein Bestes und sei dem Team. Kein Klotz am Bein, Beep, Beep. Beep, ich werde mein Bestes geben, versprochen, Beep. Beep, Beep, hurra! Magnetilo ist Level 7 sogar. Krass. Nee. Beep, ich werde mich dann mal im Kraftwerk aufladen gehen, Beep. Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab, Beep. Bis dann, Beep. Ich will mal gucken. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Wenn ihr Magnilo auf einen Abenteuer mitnehmen wollt, müsst ihr die 3 Teamaufstellungen ändern. Nehmt dazu einfach den Weg unten. Ihr könnt die Mitglieder austauschen, bevor ihr zu den Dungeon aufbricht. Das wäre dann alles. Dann haltet mal schön die Ohren steif bei eurer Arbeit. Okay. Lass mal gucken. Oh. Nö. Huch. Was ist denn los? Gibt es da etwas Streit? Bitte helft meinen Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für lau arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Ey, was ist denn da los? Hm? Ach, meinst du den Aufruhr hier? Papunga bittet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Seht ihr denn da? Den in der Mitte mit der spitzen Nase? Das ist Tengulus. Er ist der Anführer dieses Retterteams. Sein Team ist ziemlich gierig. Da wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Papunga kann einen leid tun. Bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment.
Was wollt ihr denn hier? Seht nur, das ist ja Simsala. Das ist Simsala! Hilfsbereitschaft ist nicht gerade deine Stärke, habe ich recht. Um Pambungas Freund zu retten, braucht es einen starken Windstoß. Mit Hilfe deiner Blätterfächer sollte das doch ein Kinderspiel für dich sein. Also stellt euch nicht so an und helft den armen Pokémon hier. Arr! Na gut, wir kümmern uns drum. Wow. Tengulus hat sofort eingewilligt und zwar ohne jede Widerworte. Sag mal, wer ist denn das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist das Simsalas-Team. Das berühmteste Retterteam weit und breit. Das da ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schmelzen bringen. Und hier haben wir Despotar. Er ist mächtig stolz auf seine gepanzerten Körper und seine ganze Kraft. Und das hier ist ihr Anführer Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft lieber mit seinen Psychokräften. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt und er hat ein IQ von sage und schreibe 5000. Es heißt, er habe sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt im Team die Anweisungen. Er ist der unbestrittene Anführer. Vielen Dank! Du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Wow, diese Ausstrahlung. Dieses Team hat seinen Goldrang nicht ohne Grund. Was hat er denn? Was ist los? Simsala? Achso. Ach, nichts. Alles in Ordnung. Lasst uns gehen. Okay, krass. Puh. Jetzt habe ich es aber echt mit Angst zu tun bekommen. Cool. Wach auf, Maika. So müssen wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder finden und ein Retterteam allererster Klasse bauen. Nicht, solange ich das verhindern kann. Skinner, was machst du nun da? Am nächsten Morgen. Ich will doch mal in das Camp gucken. Ich muss schon mal das Camp gucken. Und schon ist es. Guten Morgen, Maika. Gehen wir heute wieder alles? Plop, plop. Und der Boss. Loop. Was wohl diesmal in der Post ist? Lass mal schauen. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Ihr wollt immer schon wissen, was es mit Regenbogengummis auf sich hat? Hier erfahrt ihr alles Wissenswertes rund um das allseits beliebte Pokémon-Konfekt. Diese Süßigkeit darf in keinem Camp fehlen. Retterteams nah und fern loben diese süße Sünde in höchsten Tönen. Ihr fragt euch, warum? Nun ja, einerseits schmecken sie einfach himmlisch, andererseits kann man durch sie manchmal mysteriöse Kräfte erlangen. Diese besonderen Kräfte werden Talente genannt. Es handelt sich bei Regenbogengummis also um eine ziemlich kostbare Nascherei. Und zur Feier eures ersten Camps hat es sich die Rettungsorganisation nicht nehmen lassen, euch ein ganz besonderes Geschenk zukommen zu lassen. Ah. Retterteams des Regenbogengummis in ihrem Camp essen gewinnen an Stärke. So kommen sie ihrem Traum einen Schritt näher, ein erstklassiges Team zu werden. Ende. Ah, so spendabel. Und da wir 3 Stück bekommen haben, können wir sie mit Magnetilo teilen. Zu den Camps geht da lang. Ja, lass mich doch. Komm, auf. So, schauen wir mal bei Magnetilo vorbei. Magnetilo sollte sich im Camp Kraftwerk aufhalten. Ach, krass. Die Wildebene. Ein wildes und die Luft ist rein und eine angenehme Brise. Eine Grasebene. Kraftwerk. Was ist das für Käfer-Pokémon? Könnt mir vorstellen, Vogel-Pokémon? Und da erstmal alles andere? Maika und Xeno sind zu Besuch. Ah, dann kann man noch das Dings ändern. Okay.
Ja, dann ist doch so ein bescheuertes Gummi. So, dass ein Regenbogen-Gummi ist, ja. Oh, Michael ist um einige stärker geworden. Der Angriff wurde um 3 erhöht. Michael kann offenbar ein neues Talent erlangen. Harmonie. Je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfter wollen sie gegnerische Pokémon sich anschließen. Okay. Die Spezialverteidigung, okay, ist gestiegen. Aber er hat kein Talent, okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut, tun wir es mal so. Spezialangriff. Hat aber kein Talent, okay. Verstärken muss wieder in der Sammelbox und im Lager Items. Okay. Kann ich das nicht. Jetzt nochmal gucken. Kurz. Pokémon-Liste. Robustheit. Ja. Elektrostahl. Na gut, dann geben wir mal die Abkürzung. Loop. Weil es so schön war. Infobrett, was gibt's denn so Schönes? Donnerhöhle, Donnerhöhle, Donnerhöhle. Ah, wieder bis U4. Bring mich zu Plusel. Finde Owei und Kraftbandana, okay. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder in die Donnerhöhle. Donnerhallhöhle, so. Aber wie kann ich denn das Pokémon jetzt mitnehmen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Der Dungeon Seltsamhöhle kann nun erkundet werden. Ich aber nicht will dahin. Karte ansehen. Nee, das ist nicht das, was ich will. Ach so, du kannst jetzt dein Team aufstellen. Mit dieser Funktion kannst du wählen, welche Pokémon mit auf Abenteuer gehen. Stelle dir für dieses Abenteuer zuerst mal ein Team aus 3 Pokémon zusammen. Suche dir dafür zunächst ein Team aus. Wähle fürs erste bitte Team Nummer 1. Wähle nur das Option Team aufstellen und füge ein drittes Teammitglied hinzu. Wähle mit dem freien Platz aus und drücke Dings zum Bestätigen. Ja, dann nehmen wir dich halt mit. Super, jetzt hat dein Team 3 Mitglieder. Drücke B, um im Aufbruchmenü zurückzukommen. Wählst du jetzt Option Aufbrechen, dann gelangst du sofort in den Dungeon. Wenn du möchtest, kannst du vor dem Aufbruch noch Items und Geld verwalten. Hier kannst du Items zu tragen geben. Komm, du kriegst ein paar Brocken. Na dann, aufbrechen. Also ich werde Magnetilo bestimmt nicht so oft mitnehmen. Mit etwas Glück können wir dann gegen etwas Cooles antauschen. Besiegt der Anführer das Pokémon, das du steuerst, einen Gegner in Umfeld, möchte sich dieser manchmal deinem Team anschließen, nimmst du ihn in dein Team auf, bestreite er mit dir das Abenteuer. Okay. Wir sollten weitergehen. Ja, warte, ich muss gucken. Ich muss mich doch erst zurechtfinden. Also, ich muss doch die Items mitnehmen. Ah, das ist auch schon die Dings. Gott, geht die mir auf den Kranz. Lass mich doch mal ran. Schön.
eiskalt einfach weggebämst. Oh, Knarre. Und weg ist es. Ha! Okay. Ich weiß zwar nicht, wo es hergekommen ist, aber okay. Ja, wir wollen weitergehen. Dunkelhöhle. Oh, Dings. Du hast die Ebene erreicht, in der sich Owei aufhält. Ja, jetzt muss ich erstmal Owei finden. Ah, stimmt, da war ja was. Wir gehen mal oben lang. Mal sehen, ob wir das da hinkriegen. Hurra, du hast Owei gefunden. Yes. Danke, komm ich später zur Dingspost. Nein, ich möchte ihn noch nicht verlassen. Jetzt kann ich nicht hier eine Treppe nehmen. Was hier eben erreicht, auf der Puzzle sich aufhält. Bring Minus direkt neben Puzzle. Easy. Lol. Da war noch was. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da noch. Ich dachte, der gehörte zu uns. Im Kampf hat sich Radfratz und Team Schmocks angefreundet. Radfratz will anscheinend mitkommen. Möchtest du gemeinsam mit Radfratz das Abenteuer um? Nein. Pokémon, die mit dir ein Abenteuer bestreiten, können Mitglieder des Retterteams werden, sofern sie unversehrt sind, wenn du das Abenteuer abschließt. Du benötigst dafür allerdings Camps, in denen sie danach warten können. Ja, kann auch. Hurra, Plus ist überglücklich, dass du Mino mitgebracht hast. Auftrag abgeschlossen. Vielen Dank. Maika hält den Ritterorden hoch. Ich will immer Ritterorden sagen. Aber das ist ja der Retterorden. Nein, ich möchte noch nicht verlassen. So, gehen wir hier rein. Eine Stufe muss ich noch. Du hast die Ebene erreicht, in der Wampel sich aufhält. So. Ach, da hinten ist was. Cheep, 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 cheep. Hurra, du hast Wampel gefunden. Ja, so schwer war das jetzt nicht. Danke, komm später zum... damit müsste ich, glaube ich, jetzt alle haben, ne? Wampel hat den Dungeon verlassen. Ja. Der Dungeon wurde verlassen. Ja. Radfratz scheint dein Team beitreten zu wollen. Radfratz kann sich wohl im Camp Wildebene niederlassen. Ja, warum nicht? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Nee. Muss nicht. Danke, dass du Owei gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Intensivticket A. Für erfolgreich abgeschlossene Mission erhältst du Rettungspunkte. Hast du genügend Rettungspunkte gesammelt, steigt dein Retterrang. Dabei erweitern sich die Retterteam-Camps, sodass dort mehr Pokémon auf Abruf warten können. Erfülle viele Aufträge und steigere deinen Rang. Du hast die Items an Kanga ja, und 50. Aha.
Danke, dass du mich... Hier, deine Belohnung. Ich hab's mit Herzblatt zusammengebracht. Jetzt sind wir keine Schmucks mehr. Kraftbandana. Dann gucken wir gleich mal, was das Kraftbandana kann. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also, bis morgen dann. Bis morgen. Die Tickets möchte ich mir ganz gern eigentlich aufheben, bis wir so Pokémon haben, wo ich sage, boah, die will ich unbedingt in meinem Team haben. Die aber vielleicht vom Level her nicht zu uns passen, noch nicht. Guten Morgen, Maika. Geben wir heute wieder alles. Oh. The Boss. Geh mal zur Seite. Lies immer fleißig die Pokémon-Zeitung. Liest du die Pokémon-Zeitung nicht regelmäßig, quillt dein Briefkasten über und es werden keine neuen Zeitungen oder Rettungsaufträge zugestellt. Außerdem können manche Ausgaben der Pokémon-Zeitung ein Geschenk erhalten. Iss etwas, wenn du hungrig bist. Wenn du in einem Dungeon herumläufst, leert sich dein Magen mit der Zeit. Sobald dein Magen völlig leer ist, verlierst du KP, bis du schließlich kampfunfähig wirst. Also iss regelmäßig etwas, etwas. Nahrung kannst du im Kecleon kaufen. Mediti steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Kann da jemand helfen? Schwierigkeiten 11, jo. Nicht. Ja. Der Briefkasten ist jetzt leer. Ich möchte ganz kurz gucken, wem ich eventuell was geben kann. Top Eater. So, hi. Willkommen. Erstmal will ich lagern. Ich habe gesehen, man kann ja doch. Also ich muss R drücken. Dann kann ich die... Ach, ich muss das so machen. Okay. Was habe ich noch? Ich habe einen Apfel. Paralyse hätte ich ganz, würde ich ganz gerne behalten. Jetzt will ich mal was abholen, und zwar Kraftbandana. Erhöht den Angriff seines Trägers, sodass dessen physische Attacken an Stärke gewinnen. Eigentlich ziemlich cool. Müssen wir aber abwarten, weil keiner von denen wirklich physisch angreift. Zwei große Äpfel, also zwei Äpfel, Top Ether 11 sogar, Top Elixiere. Gehen wir mal, würde ich mal sagen, unseren Auftrag nach. Seltsame Höhle. Super Gegner, Galopper. Nee, danke. Die Gegner in diesem Dungeon scheinen sehr stark zu sein, also bereite dich gut vor. Wenn du dir noch unsicher bist, dann trainiere zuerst etwas... Mehr in anderen Dungeons oder in dem Dojo. Die finde ich, glaube ich, ganz okay. Wir versuchen es. Komm. Aufbrechen. Wird schon. Was soll schon schief gehen? Ich bin da unten. Ich will schon die Items haben.
Naja, das bisschen Geld, weiß ich nicht, ob das sich gelohnt hat. Nein, kein Giftstachel. Warte, ich kann noch Aquaknarre. Ich hab vor viel, ey, das Ding steht direkt vor mir. Kann doch nicht wahr sein. Ey, das Ding steht doch... Maika versucht, Panzerschutz zu lernen. Nee, weil es eine Verteidigung ist. Ja. Verfolgt? Nee. Nur minimal. Ja, ich möchte weitergehen. Okay, da oben. Gehen wir erst hier hinten hin. Hör mal auf, ständig irgendwelche Steine nach denen zu schmeißen. Warte, kann ich tauschen? Du sollst nicht Ampelleuchte machen. Du hättest Dings machen müssen. Ist ja doof. Oh nein. Verfehlt. Aktenknarre. Alter, wollte gerade sagen, das haut aber ganz schön rein, du. Ja. Mir bleibt da auch ja nichts erspart, ey. Nicht zum Kämpfen. Ah. Nicht Ampelleuchte! Wieso Ampelleuchte? Ich verstehe das nicht. Warum können die nicht automatisch die Leute angreifen, also mit ihren Attacken angreifen, die auch effektiv sind? Würde doch viel mehr Sinn machen. Ich meine, der ist ein Elektro-Pokémon und kann doch wohl eine Elektro-Tacke. Jetzt können wir runter. Ich muss zu U4. Dann gehen wir gleich mal um. Ich das mache. Lol. Das Pokémon ist unter fremder Kontrolle und setzt willkürlich Attacken und Items ein. Der Zustand wird in der nächsten Runde aufgehoben. Lass doch mal das verdammte Galopp in Ruhe. Ja, das habe ich gesehen. Ich komme auch nicht dahinter, das anzugreifen.
Das Pokémon kann keine Attacken einsetzen. Zudem wird sein Tempo gesenkt. Ach, Paralyse. Nach einer Weile wird der Zustand aufgehoben. Manchmal wird er auch aufgehoben, wenn das Pokémon Schaden nimmt. Elektro-Pokémon sind dagegen immun. Also ich kann mich nicht... Habe ich nicht was gegen Paralyse? Aha, hübsche Box. Nee, habe ich natürlich nicht. Was ist denn Scheiße? Ich verstehe das nicht. Funkenflug, Drachenwut. Ne, ist mir zu blöd. Hol ich mir das noch? Komm, ich hol mir das noch. Für ein paar Mäuse. Habe ich mir das jetzt angetan? Hm. Jetzt haben vier. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Medit hier hält. Blut ist bald auch vorbei. Ja, dafür können die anderen noch. Lass mich doch auch mal angreifen. Levelaufstieg für wen denn? Ach, Magnetilo. Er ist so krass einfach manchmal, wie wir durchgehen versagen. Wo wollte ich jetzt hin? Gehen wir hier mal runter. Zu dem Item. So, jetzt gehen wir wieder zurück und holen uns das Item da oben. Du hast Medit hier gefunden. Yay! Danke, komm bitte später zur Pilipa-Post. Mike hält den Retterohren hoch. Ich weiß nicht, die ganze Zeit Retterohren. Ah, nein, doch! Sammelbox, Teaminfo. Boden. Aus Team entfernen.
Oh. In diesem Dungeon gibt es nichts mehr zu erlegen. Möchtest du ihn verlassen? Ja, das war es eigentlich, was ich wollte, ja. Was heißt denn, kriegst du ein Ticket? Yay. Du hast die Items an Kangama-Lager geschickt. Aber keiner wollte sich anschließen. Danke, dass du mit Yeti gerettet hast. Hier, bitte nimm deine Belohnung. Ein perfekter Apfel. Du hast hier Items an Kangama-Lager. Okay. Und 50 Rettungspunkte habe ich auch erhalten. Ja, schon 200. Nochmal 200 und wir haben es geschafft. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Und ich beende hier diesen Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.